schön, dass du dabei bist bei deinem Podcast Erfolgreich Glücklich Sein. Wir sind Christina und Walter von Herz über Kopf, dem Podcast, der dich dabei unterstützt, in dein ganzes Strahlen, in dein Potenzial und in die Erfüllung deiner Herzenswünsche zu kommen. Und heute haben wir ein ganz interessantes Thema mal wieder für dich mitgebracht, weil uns eine E-Mail erreicht hat. Und in dieser E-Mail als Überschrift stand: Mein Leben geht den Bach herunter. Und vielleicht kennst du das auch, dass du manchmal so das Gefühl hast, boah, das läuft ja alles gar nicht in die Richtung, in die ich eigentlich gehen möchte. Und irgendwie kommt auch gerade alles zusammen, so nach dem Motto, wenn's kommt, kommt's dicke. Ja, und wir können dich, Michaela, sehr, sehr gut verstehen, weil wir natürlich auch immer wieder solche Phasen in unserem Leben hatten, dass es mal wirklich nicht so toll lief. Und ja, das Erste, was natürlich erstmal nicht weiterhilft, aber was wir auf jeden Fall sagen wollen, dass das Leben einfach in Wellen abläuft. Es gibt, wenn so eine Wellenbewegung ist, immer ein Tal in der Welle und es gibt auch einen Berg in der Welle. Und so bewegt sich das Leben ganz oft eben auf und ab. Und bei manchen natürlich nicht ganz so krass wie bei anderen. Aber ganz wichtig ist zu wissen, dass nach dem Tal auch immer wieder ein Berg kommt, dass es wieder aufwärts geht. Und dass wir natürlich es auch in der Hand haben, wie wir mit dieser Wellenbewegung des Lebens umgehen. Und wir wollen dich heute in diesem Podcast dazu motivieren, die Türen aufzumachen, dass Lösungen kommen können, dass du dich entwickeln kannst, weil die Krise nämlich wirklich eine Riesenchance ist. Und bei unserer Schreiberin kam es wirklich echt dicke, weil nicht nur der Freund dann die Beziehung beendet hat, auch noch der Job irgendwie total nervig ist, auch vorher schon nervig war. Sie aber gedacht hat, sie geht da lieber weiter, weil sie das Gefühl hatte, dass das eine sichere Basis ist, um mit ihrem Freund auch Kinder zu planen und eine Familie zu gründen. Und deswegen hat sie einen Job eben weiter ausgeübt, der nicht wirklich gefallen hat. Und ihre Frage war in ihrer E-Mail auch, was aus der Beamtin überhaupt geworden ist, von der wir mal in einem anderen Podcast erzählt haben, die dieses sichere Terrain verlassen wollte, um sich selbstständig zu machen. Und da kam bei mir sofort die Frage hoch oder auch so die Idee von, was bringt es jetzt, wenn sie das weiß, was mit der Beamtin war, weil letztlich ist es nicht umlegbar auf ihr eigenes Leben. Und da habe ich so die Sehnsucht gespürt nach einem Rezept, wie als ob jetzt Michaela so gerne gewusst hätte, was sie tun kann, damit sie auch glücklich wird. Und dieses, ich möchte auch so gerne glücklich werden, also erzähl mir doch jetzt gerade mal, wie hat das denn die andere gemacht? Das bringt manchmal nichts, weil wir so unterschiedlich sind und weil wir da einfach in solchen Krisen für einen Moment mal anhalten müssen, um zu gucken, was war da eigentlich vielleicht auch vorher in meinem Leben schon nicht wirklich rund? Was war eher so ein bisschen auch ein Selbstbetrug? Und wo könnte ich nochmal selbstehrlicher hinschauen, um vielleicht auch zu entdecken, dass so einen Job, den ich überhaupt nicht mag und den ich nur mache, damit ich abgesichert bin und eine Familie gründen kann, vielleicht nicht immer Sinn macht, weil mein Herz tatsächlich was ganz anderes möchte? Das ist schon mal ganz, ganz wichtig zu merken. Also es gibt kein Rezept zum Glücklichsein. Mach es so und mach es so. Wenn du Beamtin bist, kündige deinen Job natürlich nicht. Quatsch. Es geht also auch gar nicht so darum, was du tust, sondern wie du es tust. Und das ist tatsächlich ein Rezept, würde ich sagen. Es ist ein Rezept, wenn du dir wirklich mal anschaust, wie du deinen Tag lebst. Ist da dein Herz drin? Hast du dein Herz offen oder geschlossen, wenn du durch deinen Tag gehst? Und das ist definitiv ein Rezept zum Unglücklichsein, wenn du mit geschlossenem Herzen oder wenn du im Kampf durch dein Leben gehst. Und Michaela, wenn das bei dir so ist, in deinem Beamtenjob, dann geht es erstmal gar nicht darum, den Beamtenjob sofort zu kündigen, sondern die erste Möglichkeit ist, mal zu schauen, wie kann ich überhaupt wieder aufmachen in diesem Job? Wenn ich das Gefühl habe, du hast ja auch gesagt, dass du gemobbt wirst oder das Gefühl hast, gemobbt zu werden, dass die anderen dich nicht so mögen oder dass die anderen dich runtermachen. Also ist natürlich die Frage, wie kannst du anders mit dem umgehen, was sich jetzt gerade in deinem Leben zeigt? Und wie kannst du dein Herz aufmachen? Und wenn du sagst, na ja, aber das sind doch die Menschen und deswegen mache ich es zu, weil ich mich schützen will, das ist ganz verständlich. Aber es kommt auch immer genau das zurück, was du ausstrahlst. Es ist wirklich etwas, was du reingibst in dein Leben. Und das kannst du steuern. Du kannst nicht kontrollieren, wie der Output ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er positiver ist, wenn du mit offenem Herzen durch dein Leben gehst, ist ganz sicher. Und ganz sicher ist, dass es mehr Spaß macht, deinen Job zu machen. Also schau mal in deinem Beamtenjob, wo kannst du in deinem Alltag dein Herz mit reinbringen? Vielleicht sind es nicht die Kollegen in dem Moment, aber vielleicht sind es die Kunden.
Also wirklich mal zu schauen, was macht mir Freude in dem, was ich im Moment tue, weil es auch nichts bringt, radikal irgendetwas im Außen zu verändern, wenn die Veränderung nicht auch im Innen stattfindet. Auch was die Beziehung anbetrifft, nochmal so ganz selbst ehrlich zu schauen, habe ich da vielleicht schon auch Kompromisse gelebt, die ich nicht wirklich so toll fand, aber der Wunsch, Kinder zu haben, war größer und so habe ich einfach drüber hinweggesehen. Solche Dinge, die müssen manchmal echt nochmal kurz in die Luft gehen und funktionieren nicht dauerhaft, weil es eben faule Kompromisse sind, weil es eben Dinge sind, die dein Herz vielleicht sich nicht wirklich wünscht und der Kopf sagt, naja, das machen wir jetzt und so prinzipiell ist ja auch alles okay und dann gehe ich halt diesen Kompromiss ein, dafür habe ich dann Kinder und die kompensieren das wieder. Ich glaube, das sind alles so Dinge, wo wir uns manchmal selber so ein bisschen veräppeln und auch im Job, wo wir manchmal hingehen und haben eigentlich innerlich schon längst gekündigt und machen das nur, um zu überleben, um überhaupt irgendeinen Job zu haben. Aber solche Jobs sind halt wenig beseelt im Innen. Und das heißt jetzt auch nicht, dass meine Jobs, die ich hatte, immer super toll waren und mir viel Freude bereiteten, sondern es gab auch in meinen Dingen, die ich so gemacht habe in meinem Leben, manchmal wirklich sehr herausfordernde Phasen, wo ich das Gefühl hatte, boah, ich weiß nicht, wie ich morgens die Motivation jetzt gerade eben noch aufbringen soll, dahin zu gehen mit einem offenen Herzen. Also wenn du jetzt zu Hause sitzt und sagst, ja super, ist ja echt ein toller Tipp, mein Herz zu öffnen und da hinzugehen mit möglichst viel Motivation und Freude, das geht nicht, weil ich finde es einfach nur anstrengend, es macht mir keinen Spaß, dann schau mal, ob du auch das, was du jetzt anstrengend findest und was dir prinzipiell mal keinen Spaß macht, irgendwie anders beleben kannst. Also bei mir war das ja viele Jahre so, dass ich in dem Hotel, das ich geführt habe, auch ganz, ganz lange selbst die Zimmer gereinigt habe. Und ich kann dir sagen, das ist nicht immer schön, weil ich jeden Tag versucht habe, die Motivation wieder aufzubauen, diese 20 Zimmer zu reinigen und zwar mit einer Freude. Und wie kriegt man die Freude her, wenn man jedes Mal wieder reinkommt und das Gefühl hat, der da übernachtet hat, hat sich so überhaupt keine Mühe gegeben, auch nur irgendwie das Zimmer so zurückzulassen, dass man das Gefühl hat, okay, das ist jetzt in Ordnung, sondern es ist so ein bisschen das Gefühl in mir entstanden von, es interessiert den anderen so gar nicht und es ist schon fast respektlos. Zumindest habe ich das so empfunden. Und es ist auch keine schöne Sache manchmal, immer wieder die gleiche tägliche monotone Arbeit leisten zu müssen, wenn man das Gefühl hat, da steckt noch mehr in einem selbst drin. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe versucht, das mit einer anderen Energie zu belegen. Auch die Aufgaben, die mir nicht so gut gefallen. Und es gibt auch jetzt in meiner Berufung, die ich wirklich liebe, Dinge, die ich nicht so gerne mag. Zum Beispiel Rechnungen schreiben. Und ich versuche mich dann in diesem Prozess des Rechnungsschreibens wirklich liebevoll für mich selbst zu motivieren und mir zu sagen, okay, ich schreibe diese Rechnung jetzt mit ganz viel Motivation und mache mir bewusst, wenn ich das mache, dass es etwas ist, was jetzt eben gerade mal dran ist und was ich dann vielleicht irgendwie so motiviert wie möglich machen kann, weil ich dann schaue, was kann ich da für ein System finden, dass das jetzt auch schnell und effektiv geht und kann das dann auch gleich direkt richtig gut ablegen. Dann habe ich nämlich im Anschluss ein gutes Gefühl, weil ich weiß, ich habe es gut gemacht. Ich habe es für mich gut gemacht. Und ich habe es erledigt, weil es zu erledigen war. Und das gibt mir ein gutes Gefühl. Und so habe ich das auch bei den Zimmern gemacht. Ich habe mir immer wieder vorgestellt, wie schön das für den anderen vielleicht ist, wenn er abends nach Hause kommt und sieht, dass das Zimmer mit ganz viel Liebe gereinigt wurde. Auch wenn er darauf nicht antwortet und das Zimmer ordentlich oder liebevoll zurücklässt, ist es dennoch etwas, was ich für diesen Menschen gemacht habe, mit einem offenen Herzen. Und ich habe bemerkt, dass es dann auch ganz anders wieder zurückkam. Und das ist auch so die Idee von uns an dich mit deinen Kollegen. Möglicherweise kommst du da mit einer Energie schon rein, die gar nicht anders zurückzugeben ist. Also wirklich eine Energie von, boah, ich möchte hier gar nicht sein, ich find's hier scheiße, eigentlich habe ich den Job ja gar nicht machen wollen, ich habe den nur gemacht, damit ich mit meinem Freund irgendwann mal Kinder bekommen kann und dann abgesichert bin. Wenn du mit so einer Energie da reingehst, dann kann das wirklich sein, dass das bei deinen Kollegen 1:1 ankommt, auch wenn du nie darüber sprichst und dass die dann mal irgendwas über dich sagen, das ist vielleicht ja sogar auch nachvollziehbar. Und da ist es eben wichtig, dass man aus einzelnen Tätigkeiten, die man eben nicht so gerne macht oder aus Situationen, die man versucht zu vermeiden, wirklich wie so eine Art Projekt macht. Ich mache das gerne, dass ich etwas nehme und daraus ein Projekt mache, in das ich ganz eintauche in diesem Moment. Und dieses Projekt könnte sein Klo putzen oder Rechnungen schreiben oder etwas, was du einfach nicht magst. Aber wenn du es tust mit deiner ganzen Aufmerksamkeit und versuchst wirklich jeden Handgriff dabei zu fühlen und auch dabei zu sein, wirklich in diesem jetzigen Moment einzutauchen, wo du das machst, dann ist es wie eine kleine Meditation. Es ist wie so eine Art Achtsamkeitsmeditation und du wirst merken, wenn du es tust wirklich mit einer Hingabe, verändert sich die Situation komplett. So kann, auch wenn es komisch klingt,
Kloputzen zu einer kleinen Meditation werden, weil du wirklich da bist. Und wie oft sind wir in unserem Leben einfach gar nicht da? Ganz besonders bei den Themen oder Situationen, die wir versuchen eben zu vermeiden oder schnell hinter uns zu bringen. Dann sind wir nicht da, dann sind wir schon beim übernächsten Punkt. Und das passiert uns vielleicht im Leben ganz, ganz oft, dass wir nicht da sind. Doch wer ist denn hier, wenn wir nicht da sind? Und da reagiert dann ganz oft eben unser Unterbewusstsein, das lenkt uns durch unser Leben, weil wir eben nicht achtsam durch unser Leben gehen. Also versuch doch mal, mach mal ein Projekt draus. Ein Projekt der Achtsamkeit, in dem du wirklich das, was du auf deinem Job als Beamtin tust, wirklich mal ganz achtsam zu tun. Achtsam heißt, ich nehme jetzt den Stift und ich weiß, dass ich den Stift nehme. Also ich bin ganz da und ich schreibe jetzt das und ich bin da. Ich mache es jetzt und ich gebe meine ganze Energie da rein. Das machen die Buddhisten oder die Zen-Buddhisten als eigene Übung. Und daher kommt auch das mit dem Kloputzen. Ich glaube, das hat Thich Nhat Hanh mal erzählt, dass er sagt, sei da. Oder wenn das Telefon klingelt, weißt du, dass das Telefon klingelt und du nimmst den Hörer und du weißt, dass du den Hörer nimmst. Und ich glaube, das ist eine schöne Übung, um wieder überhaupt mal anzukommen in deinem Leben. Weil ganz viele sind überhaupt nicht hier. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber du wirst merken, je mehr du anwesend bist, umso mehr kannst du dein Herz öffnen, umso mehr kannst du auch deine ganze Liebe da reinbringen, egal was du tust. Und auch unabhängig, ob es die anderen wirklich sehen, weil das spielt keine Rolle, weil du tust es für dich. Ich finde es gut, wenn man dann so am Ende des Tages wirklich stolz auf sich sein kann, dass man eine Tätigkeit ausgeübt hat und das Ganze vielleicht auch erstmal wie so ein Good-Enough-Job sieht, der einen im Moment dahin bringt, wo man hin möchte. Für mich war das damals immer klarer, dass ich nicht mein ganzes Leben lang als Zimmermädchen weiter arbeiten möchte. Ich war jetzt mir nicht zu fein dafür oder hatte das Gefühl, boah, das ist eine Arbeit, die ich nicht verrichten möchte. Ich habe nur gefühlt, dass es nicht all mein Potenzial auch zur Geltung bringt und einen Teil von mir verkümmert. Und das ist wahrscheinlich etwas, was du gerade fühlst, dass du das Gefühl hast, Mensch, ich möchte aber gerne auch nochmal was anderes machen. Ich möchte nochmal was anderes erleben. Und dann ist es doch wunderbar, wenn du diesen Job machst und dir die Zeit dafür nimmst, immer klarer bei dir anzukommen und nochmal so zu fühlen, was willst du denn überhaupt? Weil ich glaube, dass das auch dazu führte, dass vielleicht das Leben in dem Moment sich so anfühlte, als wäre es erstmal gecrashed, so alles irgendwie in die Luft gegangen von dem, was du dir vielleicht als Luftschloss auch gemacht hast, hat nicht mehr funktioniert und zwar deshalb, weil da vielleicht tatsächlich in dir noch was ganz anderes schlummert, was auf diesem alten Weg aber niemals in Erfüllung gegangen wäre. Wenn du in eine Krise gerätst, ist das ganz oft der Wendepunkt. Und genau das, was du gerade sagst, dass es nicht in Erfüllung gegangen wäre, wenn das passiert wäre. Es sind oftmals die Wendepunkte, wenn du zurückschaust in deinem Leben oder in anderen Biografien, sind es die Wendepunkte, in denen sich plötzlich das Ganze wieder in eine ganz andere Richtung orientiert hat. Also es kann sein, dass du diesen harten Aufschlag gerade brauchst, um dein Leben wirklich in die Richtung zu verändern, die du wirklich dir wünschst. Weil warum ist es so schwierig, sein Leben zu verändern? Weil wir in unserer Komfortzone halt, ja, da ist es ja ganz okay. Also warum sollte ich was verändern? Doch wenn du aus dieser Komfortzone rausfällst ins Negative und plötzlich wirklich in ein Tal hineinfällst, dann überlegst du dir wirklich, okay, will ich das? Will ich so leben? Und dann ist auch die Energie viel stärker, etwas zu verändern. Warum? Weil der Schmerz viel stärker ist. Also nutze die Krise, um wirkliche Veränderungen in dein Leben hineinzubringen. Und wenn das gerade bei dir so ist, dann überleg dir, was will ich eigentlich? Wenn du den Beamtenjob nicht willst, was wünschst du dir? Und wenn du es nicht genau weißt, dann schreib dir erstmal Eigenschaften aus, die dir wichtig sind. Zum Beispiel mit Menschen arbeiten oder dass du anderen weiterhilfst oder dass du dein ganzes Potenzial lebst. Das sind ja sehr allgemeine Punkte, aber mit denen kannst du anfangen, um überhaupt mal Klarheit in dein Leben hineinzubringen, wo es hingehen soll. Weil da kommst du ja mal mit deinem Schiff, gell? Wenn du keine Richtung hast, wenn du keinen Steuer hast, dann treibt dein Schiff auf dem Meer herum und es wird von den Winden mal nach links und mal nach rechts geblasen. Und da kannst du dir auch vorstellen, dein Leben ist wie ein großer Fluss. Und wenn du diesen Fluss anschaust, wenn du den von oben mal siehst, dann strömt in der Mitte des Flusses das Wasser am stärksten und am Rand, da geht manchmal sogar so Wirbel fast schon in die andere Richtung, dass es dich wieder zurücktreibt, aber in der Mitte des Flusses, wenn du dort mit deinem Boot bist, dann treibt es dich dorthin, wo du eigentlich hingehörst, wo dein Leben eigentlich hingehen könnte.
Doch ganz oft verirren wir uns am Ufer, schmeißen dort den Anker oder biegen vielleicht sogar in so einen Seitenarm ab, wo es dann zwar ruhig ist, aber nicht weitergeht. Und ich glaube, das ist ein schönes Bild, wenn du dir überlegst, wo bist du gerade in deinem Fluss des Lebens? Bist du wirklich in der Mitte des Flusses und lässt dich treiben und vertraust darauf, dass du jetzt genau dort ankommst, wo deine Seele hin möchte? Oder bist du in so einen Seitenarm oder in so eine Art kleinen Hafen hineingelaufen, wo es einfach nicht weitergeht, wo es zwar ganz nett ist, aber wo es nicht weitergeht? Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, immer wieder den Flow zu suchen, also die Mitte des Flusses zu suchen, ja, unserer Bestimmung zu folgen, und diese Bestimmung gibt unser Herz vor. Und es spricht vielleicht nicht ganz klar, sondern es spricht in Impulsen, es spricht in Bildern, es spricht in Gefühlen. Und Christina macht ja auch genau dazu auch mein Seminar. Nämlich, wann ist das Seminar? Vom Kopf ins Herz. Im November. Ja, also das, weil da ist genau der Punkt. Michaela sucht gerade vielleicht im Kopf die Lösung. Aber dort wird sie ganz oft eben nicht zu finden sein. Wir hatten gerade auf den Inspirationstagen eine Teilnehmerin, die war so im Kopf und so hat so gekrampft und hat so versucht, dort die Lösung zu finden und wurde immer verzweifelter. Doch dort ist die Lösung nicht zu finden. Es ist etwas anderes. Die Lösung liegt im Loslassen. Die Lösung liegt im Anhalten in der Krise. Nicht genau in dem gleichen System jetzt zum Beispiel ein Seminar zu machen, wie du dein Leben lebst, sondern die Lösung liegt im Anhalten und im Loslassen, im in deine Mitte zurückkehren. Und dort wirst du auch diese Stimme hören oder den Herzimpuls hören, der dir den Weg zeigt. Und das bedeutet natürlich nicht, dass du den Kopf nicht einschalten solltest, sondern dass du vielmehr den Kopf mit dem Herzen verbindest und dann sinnvolle Lösungen findest, Stück für Stück. Und es braucht einfach eine Selbstehrlichkeit. Wirklich ein Hinschauen, okay, was war da vielleicht in meinem Leben, das ich jetzt so glorifiziere? Und bei dem Mann, den ich jetzt vielleicht gerade eben auf das Podest hebe, was war da eigentlich wirklich los? Wie war unsere Beziehung? War die wirklich eine 10 von 10? War die so super, wie ich das jetzt im Nachhinein noch glaube, weil ich das versuche, mir schöner zu malen manchmal, als es tatsächlich war? Wenn eine Beziehung zu Ende geht, haben beide den Anteil daran. Ich glaube nicht, dass es nur der eine ist, sondern dass es immer etwas miteinander zu tun hat, dass wir das gemeinsam so kreiert haben. Möglicherweise, und das hört sich jetzt wirklich blöd an, ich weiß das, aber es ist tatsächlich, glaube ich, in den meisten Fällen so. Möglicherweise ist es das Beste, was geschehen konnte, dass ihr euch nochmal getrennt habt, bevor ihr Kinder in die Welt gesetzt habt, weil es vielleicht für beide nicht das Richtige gewesen wäre. Und es kann durchaus sein, dass durch diese momentan sich wahrscheinlich sehr bedrohliche Krise, die da ist, in allen Lebensbereichen im Moment, dass dadurch aber was ganz Neues, Schönes erwächst. So als ob du nochmal von vorne anfängst, dein Schiff wieder zurückbringst, von so einem ruhigen Seitenarm auf diesen großen Fluss und dann mal schaust, was kann da jetzt für mich alles drinstecken? Wie kann ich daraus lernen? Ich weiß noch bei mir, jede dieser Krisen, die ich so hatte, und ich hatte einige, die haben dazu geführt, dass ich nochmal korrigiert habe, meinen Kurs korrigiert habe, mir nochmal klarer darüber wurde, was ich wirklich will und das dann auch immer mehr Stück für Stück natürlich in der sinnvollen Kombination zwischen Kopf und Herz in mein Leben gebracht habe. Also da wirklich auch nochmal so zu gucken, was sind meine Werte, was will ich leben in Beziehungen, was möchte ich in meinem Job haben und dann Stück für Stück gucken, dass du dir das aufbaust. Das heißt also, wenn irgendein Fundament, das sowieso schon bröckelig war, zusammengebrochen ist, kannst du diese Steine nutzen und kannst dir auf ein sinnvolles neues Fundament bauen, das dir viel mehr entspricht, das dir viel mehr gefällt und das sehr viel mehr mit dir zu tun hat. Und wenn du vielleicht auch zu den Menschen gehörst, die gerade viel Tod im Leben haben, so war es zumindest bei Michaela, da ist dann auch noch ein naher Verwandter gestorben, dann ist es eine Möglichkeit zu gucken, okay, was kann ich denn dann machen daraus für mich? Was kann ich für mich daraus verstehen. Für mich war das so und bei mir sind auch viele Menschen schon früh gestorben und gegangen und das war für mich echt schlimm. Und ich habe dann so gemerkt, gut, was kann ich daraus für mich lernen? Was kann ich adaptieren auf mein Leben? Und ich habe bemerkt, ich möchte mein Leben anders leben. Ich möchte es jetzt leben und ich möchte es genießen. Ich möchte es wirklich für mich in allen Atemzügen inhalieren. Das heißt, ich habe mich durch diesen Tod, der um mich herum geschehen ist, fürs Leben entschieden. Und ich glaube, das kannst du für dich vielleicht auch tun. Vielleicht kannst du dir überlegen, was dieser Mensch gelebt hat. Vielleicht hat er sehr intensiv gelebt und es war dann auch so, dass er sagt, okay, das, weißt du, so als ob man sagen würde dann, okay, dann habe ich das Leben wenigstens genossen und dann ist es auch okay, wenn es jetzt zu Ende ist. Aber wenn du dein Leben vielleicht noch nicht so lebst, wie es hier für dich auf Erden eigentlich gedacht ist, dann kann es sein, dass es dich dazu ermutigt, jetzt damit zu beginnen, dein Leben so zu leben, wie du es willst, weil keiner von uns weiß, wie lange unser Leben geht. Wir denken immer, es würde ewig gehen, es kann aber morgen zu Ende sein. Und es lässt sich auf die Formel reduzieren, ja oder nein.
Beim Nein kämpfst du mit dem Leben, beim Nein machst du zu und beim Ja sagst du, okay, ich nehme die Herausforderung dieser schwierigen Situation jetzt an. Ja, ich bin bereit, dieses Leben so zu akzeptieren, wie es jetzt gerade ist. Und das ist natürlich das Schwierigste in einer Situation, wo es dir nicht so gut geht, aber es wird die meiste Öffnung bringen, es werden die meisten Möglichkeiten entstehen, wenn du aufhörst, die Tür zuzuhalten durch dein Nein, weil das genau passiert. Wenn du sagst, nein, ich will nicht, es soll nicht so sein, nein, mein Job soll anders sein, meine Beziehung soll anders sein, mein Körper soll anders sein, in dem Moment hältst du die Tür zu einer Lösung. Und in dem Moment, wo du Ja sagst zum Leben, kann man schon sagen, das Leben wird freundlich, es fängt an, dich wieder zu unterstützen, aber nur, weil du die Tür aufgemacht hast. Weil du machst die Tür auf für Möglichkeiten, die jetzt durch diese Tür durchkommen können. Und das ist gar nicht das böse Leben, sondern das Leben ist immer das Leben. Die Frage ist nur, machst du zu oder machst du die Tür auf? Und da reicht es auch zu wissen, dass es einfach nur dieses Ja bedarf, also dieses Einlassen darauf. Du musst nicht wissen jetzt, okay, welche der 150 Türen muss ich denn aufmachen? Nein, es geht um eine Öffnung überhaupt und sagen, okay, ich bin bereit, dieses Leben jetzt so zu leben, wie es jetzt gerade ist. Mal schauen, was für Möglichkeiten entstehen. Und schon wird sich alles verändern. Du wirst sehen, in dem Moment, wo du sagst, ich öffne mich für Möglichkeiten, ich bin mal gespannt, was als nächstes passiert. Du bist ausgestiegen aus diesem Rennen, hast angehalten, sagst, okay, ich bin bereit, die Herausforderung anzunehmen. Und dann bist du wie so eine Art Katze vom Mauseloch, die sagt, mal schauen, was jetzt rauskommt. Mal schauen, was für Möglichkeiten kommen. Mal schauen, welche Chancen da sind. Weil die würdest du in dem anderen Modus überhaupt nicht mehr sehen. Und da ist es auch ganz wichtig, aus dem Opfermodus rauszugehen und wirklich nicht mehr so auf die anderen zu gucken und zu glauben, dass die alles so hingeworfen bekämen vom Leben. Wie so eine Art goldener Trichter, der auf andere dann einfach so fließt, ohne dass sie irgendetwas dafür tun müssten. Ich glaube, dass jeder Mensch, der ein schönes Leben sich erschaffen hat, vieles dafür getan hat. Und ich glaube, dass ein ganz wichtiger Modus ist, der aus dem Opfermodus rauszugehen und dass ich das jetzt tatsächlich miterschaffen habe. Dass du einen Teil dessen, was da in deinem Leben ist, miterschaffen hast und dass du das jetzt verändern kannst, in dem Moment, wo du aufwachst und hinguckst, ganz selbst ehrlich und da was draus machst, anstatt dich immer weiter in dem Opfermodus zu suhlen und zu hoffen, dass irgendjemand anderes dir da jetzt raushelfen kann. Das funktioniert leider nie. Das heißt, du kannst immer wieder gucken, wie kann ich jetzt mit der Situation schöpferisch umgehen, anstatt mich als Opfer der anderen zu fühlen. In jeder Situation, die sich dir jetzt gerade zeigt, ist das eine gute Übung. Und die kennen wir selber auch. Wir haben jeden Tag wieder Situationen, wo Dinge überhaupt nicht funktionieren und wir das Gefühl haben, boah Mensch, das hat uns jetzt eher wieder ein paar Schritte zurückgeworfen. Und dann ist aber die Frage, stimmt das? Und die stellen wir uns tatsächlich. Hat es uns zurückgeworfen oder hat es uns nicht vielleicht sogar einen Schritt weitergebracht, den wir im Moment aber noch nicht sehen können? Denn meistens kannst du die Veränderung erst im Nachhinein bemerken und kannst dann erkennen, welche Geschenke darin lagen. Genau, und genau in diesem Sinne wünschen wir dir jetzt einen wunderschönen Tag. Wir halten es immer so, wenn etwas nicht klappt, dann sagen wir uns immer, dann kommt was Besseres. Und natürlich ist es vielleicht ein bisschen einfach, aber wir machen wieder auf dabei und sagen, okay, ich öffne mich für das Bessere, für das Nächste. Und genau das wünschen wir dir. Und wir möchten dich darin unterstützen, dass du dein Strahlen in die Welt bringst, weil die Welt genau dadurch ein Stückchen heller wird. Und freuen uns natürlich, wenn du diesen Podcast teilst, wenn du anderen davon erzählst, damit genau die wieder motiviert sind, ihr Strahlen ins Leben zu bringen. Das ist unsere Vision und dafür machen wir das Ganze. Und wir wünschen dir jetzt einen wundervollen Tag. Bis ganz bald. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao.